Kampf, go! Oh, Alter, ja. Normalerweise, wenn ich allein für mich spiele, ist das immer eine gute Nachricht, wenn der Feind mir erstmal 100 Runden oder so ausweicht. Aber bei einem Let's Play ist ja gerade die Sache, dass man das vorführen will. Und es ist natürlich nervtötend, wenn der Feind sich nicht zeigen will. Wir sind schon eine Runde 29 und konnten immer noch keinen Echtzeitkampf vorfügen. Proteste gegen Laserminiaturisierung 1. Na gut, Proteste gegen Waffenforschung, das ist schon etwas logischer. Und eine positive Überziehung heißt in diesem Fall, dass der Laser wahrscheinlich noch ein paar Runden hätte forschen müssen. Aber aus irgendeinem Grund hat es eine Überziehung gegeben. Und darum war es schneller fertig. Witzigerweise geht es auch negative Überziehungen. Und Überziehungen können auch heimlich passieren und quasi eine Art Simulation, dass die Wissenschaftler einen nicht sagen, dass sie mehr Geld brauchen oder es peinlich finden oder so. Und dann kann es sein, dass dann irgendwo ein Projekt langsam immer länger dauert und man kriegt das nicht mit, solange man nicht persönlich mal hier unten in Technologie nachguckt. Und da wir all diese tollen Techno-Einstellungen genommen haben, haben wir die Chancen dafür, dass wir uns das verheimlicht wird, ziemlich runtergezogen. Hier ist die übliche Nachricht. Wir haben gegnerische Schiffe getroffen, aber es ist nicht zum Kampf gekommen, weil die Feiglinge abgehauen sind. Erholung ist gut, weil unsere Maschinen ja individueller sind als normal und deswegen auch ein bisschen davon brauchen. Agrar, ja, ja. Und wir haben ein neues System erforscht. Und Uranstahl ist besser als Titanstahl. Klar, weil es einen Science-Fiction-Namen hat, statt etwas, das wir aus dem echten Leben kennen. Darum ist es gleich besser. Science-Fiction-Logik. Irrer. Ja, das ist irre. Und scheiße. Die Beans-Leute haben sich da schon festgesetzt. Jetzt muss ich mir das System so schnell wie möglich angucken. Und die Outpost-Taskforce schicke ich hier hin. Dann seht ihr, das ist das Problem. Wenn man nicht schnell genug ist, dann werden die Planeten hinten alle auch hochgeschnappt. Und hier sind wir Meckler. Meckler sind schlecht, weil die können sich genau die Planeten schnappen, die man selbst braucht. Das ist logischerweise schlecht, wenn man die haben will. Kann ich jetzt nur hoffen, dass meine Schiffe da schnell genug ankommen. Ich sehe schon, dass das in Tinnern ein Problem gibt. Aber solange ich mit diesen Viechern hier noch keinen Nicht-Angriffspakt gemacht habe, gibt es kein Problem. Ich kann das einfach kolonisieren. Mit Nicht-Angriffspakt könnte ich das sogar auch machen. Ah ja, genau. Nee, ich hatte das verkehrt herum. Ohne Nicht-Angriffspakt kann es sein, dass die hier ein einziges Schiff brauchen nur, um mein Schiff daran zu hindern zu landen, weil Kolonistenraumschiffe, solange die nicht aus irgendeinem Grund schwer bewaffnet sind, das ist eher ungünstig, weil das würde sie ziemlich teuer machen, würden die dann hier quasi hocken und entweder ständig flüchten müssen wegen dem feindlichen Militär oder sie könnten nicht landen wegen dem feindlichen Militär. Jetzt habe ich vielleicht Glück, dass wenn mein Schiffchen schnell genug nach Tinnern fliegt, dass ich ja trotzdem eine Kolonie schnappen kann, solange keine feindlichen Schiffe da sind. Oder wenn die nett genug sind, dass es zu einem Nicht-Angriffspakt kommt, weil dann schießen unsere Schiffe nicht aufeinander, dann können wir auch unsere Grenzen quasi gegenseitig durchkolonisieren. Das wird dann natürlich dann interessant, wenn dann schon irgendwann mal ein Krieg ausbricht, und das bei unserer Grundeinstellung wird das unweigerlich der Fall sein, dann wird das das absolute Chaos. Aber zumindest wird es dann interessant in dem Fall. Aber das ist auch alles Zukunftsmusik. Jetzt müssen wir erstmal versuchen, uns so viele Planeten in dem Sektor zu schnappen wie nur möglich. Und das bedeutet natürlich auch noch eine Sternkolonie, noch eine Sternkolonie. Na, lassen wir das mal, weil die können wir jetzt auch schon mal langsam verbessern. Es dauert eh noch ein paar Runden. Wie sieht es nochmal technologiemäßig aus? Eine Runde, ECCM-1 ist noch nicht so wichtig, der Feind hat sowas meistens auch nicht. Laserminiaturisierung ist gut, solange man noch keine stärkeren Waffen hat, kann man mehr reinsauen. Also drei Runden für Schildgeneratoren. Und Hauptachsenlafette ist am wichtigsten. Okay, machen wir 5 Runden, weil Laserminiaturisierung ist jetzt am Anfang verdammt wichtig. Aber länger will ich nicht warten mit gleich 2 potenziellen Feinden. Dann gehen wir ans Schiff bauen. 5 Runden von jetzt. Gut, nichts passiert. Nur, das dauert jetzt länger, um mich zu bestrafen. Und zwischen 2 Systemen, die wir noch nicht kennen, hat sich eine neue Sternenstraße gebildet und ein Kolonieschiff ist gelandet auf unserer ersten extrasolaren Kolonie. Und wir haben wenigstens schon mal eine Schutzschirmtechnologie bekommen.
und noch mehr noch mehr zu fressen. Und haufenweise Zeug kann jetzt erforscht werden. Das gucken wir uns gleich an. Pajans 2 ist Durchschnitt. Globale Stürme. Agrarwirtschaft wird runtergesackt. Na, Agrar haben wir jetzt eh genug. Und Bevölkerungswachstum wird gesenkt. Und Erholung wird gesenkt. Okay, na, sehr gut, dass ich hier eine Industriewelt draus machen wollte. Das machen wir jetzt mal schnell. Ja, das ist ja schon ganz genau. Mehr Industrie. Und Agrar lohnt sich hier überhaupt nicht, also machen wir hier auch Industrie. Schon mal 4 Zonen. Bergbau lohnt sich hier irgendwie nicht, aber Regierung und Forschung können wir reinmachen. Das ist nämlich gut, wenn ein Planet nämlich angegriffen wird, dann sind Kämpfe in gebirgigen Zonen meistens immer schlechter für den Feind. Meckler dagegen lieben zerklüftetes Gelände und kämpfen da sogar besser. Und für die meisten Völker ist es generell immer gut, sich irgendwo einzubunkern, wo es zerklüftet ist, weil es nicht viele Völker gibt, die so komisch sind wie die Meckler und da sogar besser kämpfen. In den geringen meisten Fällen kämpfen die Leute hier schlechter und der Verteidiger hat immer einen riesen Vorteil. Und, hey, was mache ich denn da? Bergbau, habe ich doch gerade gesagt, ist hier Stuss. Wir brauchen viel Industrie, damit nicht unsere Heimatwelt alles bauen muss. 2, 4, 6 ist schon gut genug für den Anfang. Forschung haben wir jetzt hier auch reingesetzt. Regierung, damit die Leute Ruhe geben. Und Militär, damit wir mal ein bisschen, das ist später für die Zukunft da, weil Militärzonen haben alle möglichen Verbesserungen, die automatisch gebaut werden können. Und mehr Industrie. So, 7. Das reicht aus. Das wird dann ein Powerhouse in der Zukunft. Und vor allem, weil das Wachstum ziemlich langsam ist hier. Aber, so, ein paar Bodentruppen hier. Aber wenn wir uns richtig erinnern, können wir das ja manipulieren. In solchem Fall, gut, dass ich das in dem Fall gemerkt habe, können wir einfach ein paar extra Leute schicken und das ein paar Runden durchhalten. Dann haben wir am Anfang die Wirkung von globale Stürme ein bisschen reduziert. Und später können wir das wieder abschalten, weil dann wächst die Bevölkerung sowieso schnell genug, dass uns das nichts mehr ausmachen kann. So, noch irgendwas vergessen? Naja, die ganzen Technologien. Das Partikelprojektorgeschütz haben wir uns angeguckt. Materieumwandlungsmodul, was war das nochmal? Ah ja, es ermöglicht die Synthetisierung von komplexen Metalllegierungen direkt am Bauplatz, was die Konstruktion größerer Höhlen erlaubt, als eigentlich möglich wäre. Ja, ja, genau. Oder wär das nicht möglich, müsste man sie von irgendwo importieren oder von der Oberfläche zur Baustelle niedriger Umlaufbahn transportieren. Und das, wie jeder, der sich mit Raumfahrt beschäftigt, yep. Das wäre super toll. Aber sobald das man gebaut hat, kann man eine Höhlengröße mehr basteln. Das ist gut. Aber das haben wir halt noch nicht. Das wird jetzt erst erforscht. Automatische Mine ist quasi, was das Mord sagt. Eine robotisierte Mine, die es einen ermöglicht, mehr Zeug zu minen. Moderne Gesetzestheorien. Beschäftigt sich halt mit Sachen wie Grammatik, linguistische Effekte und so weiter. Um die Kosten der Bürokratie zu reduzieren. Moderne Gesetzestheorien. Ah ja. Weil der Inhalt und die Bedeutung eines Gesetzes sich im Laufe der Zeit verändern kann, auch wenn es grammatikalisch einwandfrei geschrieben wurde. Hey, wäre eigentlich toll, wenn wir sowas schon hätten. Ja, moderne Gesetzestheorien. Vielleicht sollten wir unseren Linguisten mehr Geld geben, damit sie sowas mal erforschen, ne? Unsere Politiker würden das trotzdem verpatzen. So. Ionentriebwerke sind etwas kleiner und schneller, weil sie Ionentechnologie benutzen. Naja, kleiner, ja, und sie verbrauchen nicht so viel Energie. Schneller ist natürlich ein bisschen komisch, weil die Ionentriebwerke, die wir kennen und lieben, natürlich langsamer sind als normale Triebwerke. Aber ja, mit genügend Dreistigkeit und wenn man es richtig groß baut, könnte man so wahrscheinlich schon schneller machen als normale. Immerhin 23,5 Platz ist eine Menge Platz für ein Ionentriebwerk. Weil, wenn ich mich richtig daran erinnere, wie die funktionieren, ja, ja, könnte durchaus ein bisschen schneller sein. Ist noch im Bereich des Möglichen, nehme ich an. Ich mit meinem physikalischen, astronomischen Halbwissen. Modulgrammatik, ja, da forschen wir auch schon dran. Modulgrammatik. Ja,
Ja, Gesetzestexte werden normalerweise in einer Sprache geschrieben, die den Durchschnittsbürger schleierhaft ist, das stimmt. Und Modulgrammatik löst dieses Problem, indem sie ein System von grammatikalisch vorkonstruierten Strukturen, sogenannten Modulen, zur Verfügung stellt. Ja, die die korrekte Formulierung von tollen Gesetzen erleichtern und ermöglichen, weil sie auch ohne Vorbildung verständlich sind. Oh, dann werden doch alle die ganzen Anwälte alle arbeitslos. Ist auch sowas Tolles, was wir auch in der normalen Welt gebrauchen könnten. Aber nur in der Welt von Master of Orion kriegt man sowas. Müsste ich mal nachgucken, ob es das auch in den zweiten, ersten Teil gab. Ansonsten Raumjäger. Ja, größer als die Abfangjäger, die wir bisher haben. Und sie können im Weltraum fliegen. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und Runde 31. Massetreiber. Miniaturisierung wurde abgeschlossen. Das wurde abgeschlossen, das wurde abgeschlossen. Ah, der Schildgenerator ist gleich fertig. Hauptachsenlaffette ist gleich fertig. Und wir haben ein weiteres Sternenkolonieschiffchen gebastelt. Jetzt müssen wir aber gleich anfangen, mit irgendwas anderem zu bauen. Ein paar neue Anwände da. Schon Dauer Dote 2. Grün 2, sehr reich. Oh, okay, genehmigt. KI mal eine gute Welt ausgesucht. Chondode 2, ja, auf Kaska. Wo ist das? Hier hinten. Gut. Dann fliegst du jetzt dahin. Das ist zwar ein bisschen weit, aber ich will nicht, dass da in unserem Gebiet da zu viele unbekannte Welten hocken. Gelb 2, Grün 1. Okay, zwei neue mögliche Kolonien. Hast du gut kartografiert, das System. Und jetzt müssen wir allmählich aufpassen hier. Oh, die breiten sich verdammt schnell aus. Ah ja, aber hier müssen wir noch warten. Hier können wir bald anfangen, kleinere Schiffchen zu basteln. Aber bis jetzt... Ach, was soll's. Da ich jetzt ein paar extra Runden warten muss, kann ich noch ein weiteres Schiffchen dazu setzen. Später wird's ein bisschen leichter, weil dann können wir auf den Hauptwelten Kriegsschiffe bauen und haben ein paar Nebenwelten für kleinere Schiffe und noch mehr Nebenwelten, wo wir Kolonieschiffe bauen können. Jetzt am Anfang ist das eine Art Austausch. Entweder baut man Kolonieraumschiffe oder man baut seine Flotte aus, weil für beides hat man nicht die Ressourcen. Unruhe steigt langsam, vor allem weil die noch keinerlei Verteidigung haben. Das ist auch immer schlecht für die Unruhe. Das kann man hier unten sogar gucken. Demografie-Info. Bevölkerungsgruppen und so weiter, Roboter und Zwangsarbeiter ist bei uns verboten, weil wir sind die Guten. Arbeitslosenquote 41%. Um Himmels Willen, ihr seid dabei gerade die Kolonie aufzurichten. Habt ihr da nichts zu tun oder was? Und das sind die Unruhefaktoren. Meckler, klar, die ganzen Unruheeinstellungen, die ich gemacht habe. Der Anführereffekt, man ist immer unzufrieden mit dem Chef. Hohe Steuern. Und das ist einer der Gründe, warum man nicht an den Steuern rumspielen sollte. Weil das kann einen schnell den Genick brechen, wenn man sie zu hoch macht. Und Piraten. Raumpiraten tauchen immer automatisch auf. Und die hören auf, ein Problem zu sein, sobald man ein paar Systemverteidigungsschiffe hat. Haben wir noch nicht. Weil die müssen wir ja erstmal bauen. Okay, weiter geht's. Bevor wir zur nächsten Runde springen, sollte ich mal ein paar Agenten machen. Spionage-Hacker, um meine Technologien zu schicken. Attentäter, um die Knilche zu schützen, die wir da haben. Knilchen meine ich natürlich unsere Anführer. Da ist nur einer da, aber wir haben ja bald vier. Ich habe keineswegs vor, die loszuschicken, aber wenn man sie hat und nicht benutzt, dann kann man auf diese Weise zumindest seine Abwehr gegen solche Leute boosten. Also hole ich mir noch einen von jedem anderen. Intrigant. Ja. Belastet diplomatische Kollege. Und Verschwörer ist immer schlecht, wenn man ohnehin schon unruhige Bevölkerung hat. Der Terrorist schießt gerne, macht gerne die Sachen kaputt, die automatisch gebaut werden von der KI. Solange man ab und zu mal einen eigenen Terroristen baut, um die abzuwehren und darauf achtet, dass die eigene Bevölkerung nicht zu offenherzig neue Terroristen in die Arme schließt, ist das kein Problem, weil die KI baut das wieder auf. Aber zusammen mit Saboteuren kann das echt fies werden, weil die quasi die militärische Infrastruktur angreifen und manchmal eben auch verhindern, dass Schiffe gebaut werden. Attentäter, wie gesagt, die sind... Solange man keine guten Anführer hat, sind die so gut wie nutzlos, obwohl es gibt da so ein paar lustige Events für den Fall, dass man keine guten Anführer hat oder die zu gut geschützt sind.
Und dann wird stattdessen die Unruhe gesteigert, indem irgendwelche lustigen Leute umgebracht werden. Und das werden wir mal später sehen. Zurzeit keiner von uns viele Agenten im Training oder im Einsatz. Das ist das unwichtig. Spionagehacker klauen Technik, Technologien oder verhindern, dass sie geklaut werden. Das ist selbsterklärend. Und das war's. Die Agenten sind noch nicht da. Der erste kommt erst in 5 Runden. Und später erforschen wir auch tolle Sachen, die ein bisschen stabiler machen. Ein bisschen schwerer zu entdecken und so weiter. Aber das ist auch noch alles lange hin. Irgendwas vergessen? Ne? Gut, weiter. Ah ja, Proteste. Proteste gegen unser Partikelprojektorgeschütz. Wahrscheinlich wegen der Abkürzung. PP. Naja gut. Es würde wahrscheinlich besser aussehen, wenn ich das auf PPG abgekürzt hätte. Aber das schien mir ein bisschen zu kurz. Proteste gegen die PPGs haben uns dazu veranlasst, bla bla bla. Und wir haben die moderne Gesetzestheorien gekriegt bei der Erforschung eines Systems. Was denn, lag da einfach so eine Art Schachtel rum mit dieser Technologie nach dem Motto, so macht man moderne Gesetzestheorien in Alien? Manchmal ist der Zufallsgenerator für solche Events ein bisschen lustig. Naja, wir besuchen mal unser erstes Sonnensystem, alles leer, keiner lebt da. Keine höhere Lebensform, aber da finden wir plötzlich so eine Schachtel mit einer Theorie, wie wir unsere Gesetze besser zusammenstellen können. Ah, ist das nicht toll. Gut, jetzt haben wir schon mal das Zeug. Und die Hauptachsenlafette und alles. Und wir können leicht erforschen. Und Pions sollte langsam hochgepowert werden. Aber naja. Die Bevölkerung ist... Mehr Bevölkerung bedeutet halt mehr von allem. Was halt da ist. Also schicken wir erstmal mehr Bevölkerung hin, in der Hoffnung, dass wir die Industrie schnell hochpowern können. Ansonsten sind noch viele Schiffe unterwegs. Ah ja, genau, das Event fällt mir gerade ein. Gibt's nicht nur, wenn man irgendwo Schiffe unterwegs rumfliegen hat, die neue Systeme erforschen. Weil das ist ja nicht passiert in dieser Runde. Es passiert stattdessen auch, wenn irgendwo gerade Kolonien dabei sind, langsam hochzuwachsen. Zu normaler Stärke. Tinnan und Zeta Gruis nun. Schon Dote 2, wie sieht's hier eigentlich aus? Ach ja. Seht ihr, das meine ich. Da hat sich die Kolonie genau auf den einen Planeten gestürzt, der scheiße zu kolonisieren ist. Das können wir eigentlich gleich vergessen. Und natürlich, wir haben hier Rot 1, wir haben Rot 2. Und natürlich schmeißt sich die KI auf die Welt, die am schwierigsten zu kolonisieren ist. Wie gesagt, da vertraue ich der KI einmal und schon baut sie wieder Mist. Auch hier. Wir haben eine gute Welt. Wir haben eine... Ja. Sag ich da nur. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Weil wenn man KI-Völker wie die Darlok und andere in seinem Imperium hat, fangen die manchmal an zu... geeigneten Planeten zu wandern, ohne dass die kolonisiert wurden. Da verliert man schnell den Überblick, wenn man haufenweise Kolonistenraumschiffe herumfliegen hat und gleichzeitig überall diese blauen Dinger auftauchen, weil die Völker anfangen zu wandern. Dieser Mechanismus führt auch dazu, dass bei zwei bestimmten Völkern, einem bestimmten Volk, dass das quasi sich so in die eigene Grenze reinfressen kann, wenn man dumm genug ist, mit denen freundlich umzugehen, aber das haben wir. Denen begegnen wir hoffentlich noch lange nicht. Weil dann wird das nämlich ein Genozidkrieg geben. Weil ich hasse die Viecher. Mit denen kann man nicht zusammenleben. Nee, als Robotervolk habe ich ja noch Glück, aber... ich will da nicht zu lange drüber rumdiskutieren. Es dauert ohnehin noch 100 Runden oder so. Und wenn wir Glück haben, hat der Zufallsgenerator die mal nicht ausgewählt. Also jetzt bei Ultima Orion kann man hier am Anfang die Einstellung manipulieren. Ich glaube, mein Lieblingsbösewichtvolk ist ziemlich weit oben gelandet, also... tauchen die wahrscheinlich auch bald auf. Ja, toll. Was haben wir denn? Oh, noch 2 Runden. Und dann bauen wir Kriegsschiffe. Ach, das wird dann aber auch Zeit. Oh, wir haben Nianuat Kariuau bekommen. Wer ist das? Oh, ein Gas. Oh, noch mehr Industrie, noch mehr Forschung und weniger Steuern. Aber egal, der Bonus ist stark genug. Die Aetherianer verloren den Krieg gegen die ansässigen orionischen Rassen aufgrund ihrer sehr viel bedächtigeren Forschung und Entwicklung. Im vergangenen Jahrtausend hat sich für die Imseis daran viel geändert. Am meisten aufgrund der jüngsten Bemühungen von Nianuat Kariauau, der seine Leute nach dem dunklen Zeitalter dazu antrieb, alles wieder aufzubauen und aus der Vergangenheit zu lernen. Durch
NCs Bemühungen gelang es durch den MCs Fertigung, Forschung und Entwicklung über alles Bekannte im Mars hinaus zu entwickeln, aber es ist für jede Zivilisation sehr teuer, seine Methoden einzuführen. Egal, mehr Industrie, mehr Forschung, wir brauchen das. Unsere Schiffchen sind alle unterwegs noch. Ja, Prototyp ist gut. Und wir haben Raketenchassis Klasse 1. Da gucken wir mal gleich gucken. Sternkolonie ist gebaut. Okay, und das reicht jetzt auch. In der nächsten Runde sind die noch daran am Basteln. Und dann können wir gleich anfangen, hier Kriegsschiffe zu basteln. Sonst irgendwas? Nee, noch nichts. Und mehr Einwohner für Pariens. Zeta Grui ist 3. Meinetwegen. Das kann dann gleich zu 4... Nee, Moment, das ist schon mal dumm. Da habe ich doch gerade ein Schiff hingeschickt. Und Kreuzer, die sind größer als leichte Kreuzer. Das ist schon mal gut. Und Bodenbatterien können erforscht werden. Das sind quasi die modernsten Waffen, die man gerade hat. Das ist allerdings nicht immer gut. Wenn man gerade als modernste Waffe gerade eine gute Waffe erforscht hat, dann sind Bodenbatterien super gut. Aber wie ich bei Angriff auf KI-Gegner manchmal gemerkt habe, hat die KI manchmal ziemlich seltsame Vorstellungen von dem, was modern ist. Wenn man also zum Beispiel eine Waffe erforscht, die, sagen wir mal, suboptimal ist, dann werden alle Bodenbatterien automatisch mit der ausgerüstet. Das kann dann witzig werden. Die Raketenbasen, die man später kriegt, die sind dagegen totaler Totschlag. Im Vanilla waren sie buchstäblich Totschlag, weil in Vanilla die Raketenwaffen so überpowered waren, dass man manchmal seine Flotten nur mit großer Übermacht in die Nähe eines Planeten bewegen konnte, ohne zerschossen zu werden. Das wächst jetzt langsam hier. Hier dagegen hat man die Stärke der Raketenwaffen ganz schön runtergeregelt, aber sie sind trotzdem auch ziemlich hässlich. Vor allem, weil Planeten im Gegensatz zu Schiffen eine ganze Menge Munition herumschleppen. Ja, der neue Abschnitt der Schiffsbaugeschichte. Das erste Schiff, das aufgrund seiner Größe vollständig in orbitalen Werften gebaut werden muss. Es verfügt über... Ja, ich weiß. Ist es halt super gut. So, Mobilisierungszentrum war unterwegs. Gut, weiter. Letzte Runde. Ja, abgeschlossen. Ab jetzt können wir und müssen wir alles Mögliche bauen. Und auf Mordan 6 geht's langsam in und. Hier haben wir unsere erste orbitale Schiffswerft. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich Zerstörer bauen. Und in ein, zwei Runden, da hier nichts mehr zur Auswahl ist, wurde das wahrscheinlich schon gebaut. Aber in ein, zwei Runden heißt das dann, dass wir hier loslegen können mit... Yep, wir haben beides. Fregatten können normal gebaut werden, Zerstörer mit einem von beiden. Mit beiden zusammen leichte Kreuzer. Und manchmal geht das halt noch nicht sofort hoch mit der Werftkapazität. Wenn das gerade frisch gebaut wurde, wenn die Bevölkerung noch zu niedrig ist oder es manchmal tausend Gründe, dass sich das ein bisschen verzögert. Vielleicht mag die KI einen noch nicht besonders. Es ist halt Master Orion 3. Spätestens in der nächsten Runde können wir dann allerdings hier leichte Kreuzer bauen. Mehr Bergbau ist immer gut. Und wir haben ein neues System gefunden. Unsere Forschung geht weiter. Wir kriegen schon gleich bald miniaturisierte Versionen von unseren verbesserten Sachen. Und wir kriegen ein schnelleres Überlichttriebwerk. Aber wie lange dauert das jetzt? Katalysatorentwicklung, das ist das Wichtigste überhaupt, das muss ich jetzt vorstellen. Das ist eine Konstruktionstechnik, die maßgeschneiderte und besonders angepasste Katalysatoren für chemische Prozesse einsetzt. Im Prinzip werden Fertigungsvorgänge so verbessert, dass weniger Energie und Rohstoffe verbraucht werden. Und das bedeutet, dass die Mineralienmenge, die in meiner Produktion verbraucht werden, um ein Drittel sinkt. Mit anderen Worten, wir sind jetzt gerade so leicht im Vorteil. Sobald wir das haben, wird der Vorsprung dann im Normalfall riesengroß und wir kriegen eine Menge extra Geld und haben folglich nie wieder Probleme, sollten nie wieder Probleme haben, wenn wir unsere Produktion hochregeln müssen und möglichst viele Kriegsschiffe zu bauen. Das kann jetzt gebaut werden und wie lange dauert das? Das muss ich jetzt mal gucken. 5 Runden. Okay. Da wir jetzt Kriegsschiffe bauen müssen, ist das gut. Ich fange am besten mit Systemverteidigungsschiffen an. Wenn die dann gebaut sind, können wir gleich in unsere normalen Raumkriegsschiffe basteln. Die können dann das schon mal haben. Und Ionentriebwerke, dann sind sie gleich ein bisschen schneller. Und sie haben ein bisschen mehr als pimpfige Laser. Aber genau, haben wir eigentlich noch irgendeine andere Waffe im Bereich außer Partikelgeschützen? Die sind ja nicht besonders stark. Energie, das ist gerade unterwegs. Jägerfusionsbomben, das ist gut, dann lohnen sich Träger. Die erste richtig starke Waffe für Träger. Aber wir haben diesmal anscheinend keine Fusionskanonen gekriegt. Das ist eine andere starke Waffe. Für den Anfang. Aber da haben wir diesmal Pech gehabt. Na egal.
konzentrieren wir uns dann halt auf Trägerarm für den Anfang. Und klassischer Physik ist alles mögliche unterwegs, aber noch weit weg. Automatisierte Fabriken ist auch gut. Powert natürlich logischerweise die Produktion hoch. Sieht man hier unten nochmal in Zahlen. Aber es verbraucht Mineralien. Das wäre normalerweise sehr schlecht, da Mineralien immer knapp sind. Aber da man fast zeitgleich Katalysatorentwicklung kriegt, kann uns das wurscht sein. Verbrauchen wir eben ein bisschen mehr Mineralien. Aber unser Gesamtverbrauch ist um ein Drittel gesenkt, also können wir das vollkommen ignorieren. Und Stoßtruppen. Unsere erste richtige Vorteilwaffe hier. Quasi die Elite der Elite. Und ihre Schlagkraft ist äquivalent zu 3 Infanterieeinheiten. Diese Roboter in Uniform können Luftlandeoperationen durchführen. Schlecht wird ihnen höchstens, wenn sie an ihre Mutter denken. Ich wünschte, ich wäre drauf gekommen, aber viele der besten Sprüche sind von dem Team vor mir schon eingebaut worden, quasi. Und viele gute, nicht so ernst gemeinte Sprüche sind sogar einfach nur Übersetzungen aus dem Englischen, die waren von Anfang an da. Also nicht so, dass die Leute von Ultima Orion hier auf die Lachdrüse gedrückt haben. Das Spiel nimmt sich nicht so ernst. Ist nicht so bitter. Okay, genügend gesabbelt. Ich habe es lang genug herausgefahren. Jetzt beginnen wir mit dem Schiffchen bauen.